Moin, liebe Pulling-Fans. Wir sind wieder da. Beziehungsweise, was heißt wir? Doch, wir. Wir sind wieder da. Ja, wir sind auch, Alter. Dennis und Sascha, wie immer. Ja, Jede Woche hier meine auf Fresse. Mittwochs. Ja, und wir haben ein kleines Jubiläum. Haben wir? Haben wir? Folge 10. Folge 10, oh Mann, ja. Das ist schon wieder heftig, Zweieinhalb ne? Monate. Ja, 2,5 Monate sind wir schon wieder dabei. Ja, so Das, cool. Ja. ja. Und ihr seid auch immer dabei, das ist richtig geil. Ja, und. Aus der Stadt der weltgrößten Rodo-Schau. Genau. Bei uns sind momentan ganz viele Touris in der Stadt, Ja, weil, lauter dänische Omas und Opas. wir haben ganz viele riesen Und Blumen Emsländer habe ich und vergessen. Emsländer. Riesige Blumenausstellung bei uns in der Stadt und deswegen, Stadt ist voll, wir sind momentan der Stadt der Blumen. Aber Blumen sollen heute nicht unser Thema sein. Nein. Was schnacken wir denn heute so? Wir schnacken wie üblich über Neuigkeiten, über eine Frage der Woche. Genau. Was war letzte Woche? Was kommt nächste Woche? Ja, Und das haben wir schon mal mit anfangen. das kommende Wochenende wird doll. Da Ja. ist eine ganze Menge los, wo wir mal ein bisschen drüber schnacken müssen. Ja, erstmal drüber schnacken ist ein Pull in England. Habe ich tatsächlich gar nicht so viel von gehört, was da ergebnistechnisch oder so also passiert ist. Aber eine Sache hat man gesehen und zwar On the Limit. Der hat sich ein bisschen die Kopfdichtung beziehungsweise sogar den ganzen Zylinderkopf gesprengt. Ja, wie man es schön an der Farbe sehen kann, da ist Aluminium mit dabei. Da ist es etwas mager gewesen, dann hat es durchgebrannt. Ja, und wenn der Ja. Alu dann Feuer fängt, dann sieht das so hübsch aus wie das da. Sehr ärgerlich, aber ja. Auf jeden Fall. Die Aber suchen das. auch noch Teile und Pleuel und, nee, Pleuel nicht, aber Kolben und Zylinderkopf Ja. und Oder der alles. Kopf ist komplett hinne, was ich gesehen habe. Ja. Der ist an einer Ecke komplett durchgebrannt. Also Ja, den da. kannst du nur wieder schweißen, aber Kolben brauchen sie neue. Ja. Ja. Ja, das. Das ist momentan nicht so witzig, weil aus Amerika kriegst du momentan nur ganz schleppend Klamotten. Die, weiß ich nicht, irgendwie, wie gesagt, ist die Versorgungsleitung nach China irgendwie abgerissen. Seitdem kriegen die da nichts mehr weiter verschickt. Ja, Ja, ärgerlich. wollen wir hoffen, dass das Team da trotzdem schnell wieder auf der Bahn ist, weil sie sich auch im Eurocup gemeldet sind. Von Ja. daher, ja, wäre schade, wenn sie das nicht weiterfahren könnten. Zumal in England gibt es nicht so viele 2,5 Tonnen oder Light Modified Trecker. Nee. Da wäre schade, wenn einer dann deswegen schon direkt am Anfang der Saison ausfällt. Ja, das könnt ihr da nicht gebrauchen. Nee, definitiv nicht. Ja, ansonsten ist newsmäßig gar nicht so viel passiert. Nee, wir waren in den Niederlanden, da kommen wir gleich Da zu. kommen wir gleich noch zu. Und von daher. Dann lass uns aber doch mal zur Frage der Woche Ja, gehen, das können wir die tun. diese Woche von Benny Röhrs kommt. Ja. Und zwar, warum packen Teams ihre Hinterreifen in Alufolie? Oder in Alufolie, Quatsch, in Folie, Frischhaltefolie. Frischhaltefolie. Ja, Ja, in Packfolie ist das. Packfolie. Ja, Brettfolie. ist ja fast Frischhaltefolie, ist ja nicht Ja. viel anders. Also wer es noch nicht gesehen hat, hier sieht man es mal am Blue Tiger. Da sieht man hier hinten die Folie blitzen. Das haben ganz viele Teams, gerade vor dem Start immer. Hier beim Razor's Edge sieht man es auch so ein bisschen Ja, durchblitzen. Ne? das sieht eher aus wie ein bisschen zerschnittene Müllsäcke. So schön grün. Aber es ist Folie drum. Ja, Und vielleicht ist der grüne Sack in Holland genauso billig wie der gelbe in das Deutschland. kann sein. Aber warum ist das so? Warum macht man das? Ja, wenn du mal siehst, wie Reifen heutzutage vorbereitet werden, wirst du sehen, dass sie da mit 40er Schmiegel und 60er Schmiegel drüber gehen, um die Gummioberfläche aufzurauen. Und wenn ich die durch den Dreck ziehe, dann brauche ich dann auch vorher auch nicht aufrauen. Dann habe ich dann nämlich feine Sandkörner und feine Lehm. Wir sind ja auf lehmigem Boden, das ist ja wie Schmierseife dann. Das heißt, ich verliere am Start echt Traktion, wenn ich das nicht tue. Speziell, wenn ich diese aufgerauten Reifen habe. Wenn ich jetzt so wie wir mit unserem nicht geschnittenen glatten Gummi, dann wird das wahrscheinlich nicht so viel Unterschied machen. Aber bei den Top-Leuten ist das schon so. Und das nächste ist, man ist ja sehr knapp mit Gewicht immer. Und man kämpft ja teilweise echt um 2 bis 3 bis 5 Kilo. Gerade light modified. Gerade light modified. Und wenn ich so einen Reifen durch den Dreck ziehe und der klebt ein bisschen dran, dann habe ich auch ganz schnell mal 20 Kilo Erde am Reifen, die mir dann vorne fehlen. Das ist also auch ein Grund dafür, warum man das mit der Folie macht. Dann kann man die abziehen und dann ist der Dreck auch weg. Genau. Das sind so die Hauptgründe dafür. Ja. So viel zum Thema Frage der Woche. Ja, hoffe gut beantwortet. Ja, denke ich schon. Das soll wohl passen. Dann lass uns doch weitergehen nach Langedijk, wo wir am Wochenende gewesen sind. Oh ja. Kleinen Ausflug in die Niederlande gemacht. Ja, 2,5 Stunden Auto gefahren und sah immer noch aus wie zu Hause. Ja, es ist wirklich so. Das sah nicht viel anders aus. Es ist einfach nur flach, ne? Es ist genauso wie bei Flach. uns, nix. Und man weiß, die Küste ist auch nicht weit weg. Genau. Mehr haben wir auch ganz viel gesehen. Wind von rechts auf der Hinfahrt, Wind von links auf der Rückfahrt. Stau in Groningen. Stau in Die Groningen. Vollidioten haben die Stadt gesperrt, ey. Kein. Verkehrschaos in Groningen, wie ich mal sagen. Wir sind eine Umleitung gefahren auf der Rücktour und irgendwie fuhr die Umleitung im Kreis, wo Ja. wir danach
nach einmal rumgemerkt haben, irgendwie haben wir uns im Kreis gedreht, fahren da nochmal rum, um dann nochmal festzustellen, ja, wir fahren definitiv im Kreis. Genau, und dann stellt man fest, man hat Hunger und dann ist man wieder in Holland, wo nach 11 Uhr der Schlüssel umgedreht wird und die Lichter ausgehen, du kriegst nichts mehr zu essen und oh, Katastrophe. Ja, und dann sind wir noch schön durch die Groninger Innenstadt geirrt, Ja. bis wir dann irgendwann einen Ausgang aus dieser Stadt gefunden haben. Das Genau. war auch ein interessantes Wir Abenteuer. hätten gleich einen Kompass nehmen sollen. Ja. Also verlasst euch nicht mehr auf Navis und auf Umleitungsschilder in Holland. Genau. Ja, Ja, Langedeick. Langedeick. Also sonnig war es definitiv. Ja. Schönes Wetter, bisschen windig. Ja. Hier habe ich mir eine leichte Erkältung zugezogen. Es war natürlich ein bisschen doof, dass es die Tage vorher so geregnet hat, was der Bahn ganz schön zugesetzt hat, was Ja. dazu führte, dass dann die ersten Klassen am Start alle nicht wirklich gut wegkamen. Dann hat man ein bisschen ja, Stahlplatten verlegt, um den Bremswagen besser aufstellen zu können, damit der leichter losfährt. Dann hat man noch Bahnen getauscht für die Klassen. Also alles in allem war das natürlich ein bisschen doof. Ja, hat sich dann auch ein bisschen hingezogen. Die letzten Klassen dann Ja, auch im Floating-Finish-Modus genau. gefahren. Ja, hinten raus wurde die Zeit knapp. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, aber gut, da kann der Veranstalter nichts für. Das ist halt Nee. einfach Pech, wenn so da regnet, wir konnten froh sein, dass überhaupt eine Veranstaltung stattgefunden hat, weil Ja. der Freitagabend in Langedeich sind die Farmstocks bis auf die Bauernklassen schon abgesagt worden. Die Veranstaltung oder die Farmpulling-Veranstaltung in Achterberg in Holland ist komplett abgesagt worden. Also wir können es eigentlich glücklich schätzen, dass da überhaupt was passiert ist. Ja, ich meine, es war dann wieder mal typisch Niederlande, ne? Alles super vorbereitet, tolles Drumherum, Infrastruktur top, so wie man es in Deutschland gerne hätte. Ja. Und auf der anderen Seite dann so ein bisschen Starterfeld, ja, irgendwie nichts wirklich Neues mehr da. Und also ich fand es ehrlich gesagt sogar ein bisschen langweilig. Gut, langweilig fand ich es jetzt nicht. Liegt aber auch daran, dass ich ja sowieso viel die niederländische Szene auch verfolge. Aber was mich geärgert hat, war halt, dass das Starterfeld in vielen Klassen relativ dezimiert war. Natürlich, es gibt Teams, die warten auf Teile, es gibt Teams, die haben auf Teile gewartet und haben es einfach nicht geschafft, die fertig zu bauen. Wir kennen es ja auch nicht anders bei uns. Aber es ist halt schon irgendwie traurig zu sehen, dass dann halt in einer Modified-Klasse, wo man sonst in den Niederlanden mal 12, 13, 14 Starter hatte vor ein paar Jahren noch, jetzt auf einmal, ja, dadurch Absagen auch nur noch fünf Trecker am Start waren. Ja, und was ey, auch ganz krass mir so langsam auffällt, ist, da kommt auch speziell in der Modified nichts Neues mehr. Also man kennt das alles. Es ist nichts mehr, was jetzt, ja gut, der eine hat jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Verdichtung gemacht, aber es sind alles noch die gleichen Trecker und Nachwuchs. Das habe ich dort noch gesagt. Ich habe mich mit einem unterhalten und sagte auch, ich sage, letzte Mal, dass ihr Nachwuchs in der Modified hattet, das war, als ihr die ETTC übernommen habt. Da kamen dann so Jack Stein und Konsorten dazu. Ich sage, wenn ich jetzt gucke, die sind auch alle schon grau. Ich sage, das hat doch mit Nachwuchs nichts mehr zu tun. Ich sage, irgendwas muss ja mal langsam passieren. Ja, der Nachwuchs kommt höchstens aus den bestehenden Teams, ne? Also, Ja. sag mal, dass irgendwelche Kinder oder so das übernehmen. Aber so richtig, dass jetzt ein neues Team kommt und sagt, Ja. hey, wir wollen jetzt Traktorpulling machen, Ja, der ist National ist auch weg. Also. National ist weg, was eigentlich so ein bisschen ja dieses Sprungbrett immer gewesen ist. Ja. Also, wo du die Möglichkeit hast, klein anzufangen. Ja, gut, du hast es noch in der 2,5 Tonnen mit diesen Pokalwettkämpfen, aber sag mal, wenn du die Pokalwettkämpfe fährst, dann fährst du ja nicht um Punkte, sondern du fährst hin um den Tagessieg. Ja. Und vielleicht ist es da auch nicht gerade hoch motivierend zu sagen, am Ende der Saison, ja, was habt ihr jetzt erreicht? Ja, wir waren zweimal Zweiter und einmal Dritter und vielleicht einmal Erster und zweimal Vierter. Ja, und punktetechnisch, ja, gibt's nicht. Ja, genau. Also am Ende der Saison siehst du nicht irgendwie, dass du sowas erreicht hast. Und das ist Nee. vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, Schade ein bisschen eigentlich. sehr schade, genau. Von daher, Ja, Sie werden sich Gedanken machen müssen dort. vielleicht müssen Sie sich mal Gedanken machen, vielleicht eine Limited Modified einzuführen. Ja, entweder sowas oder ja, Sie haben ja genug Veranstaltungen da, ne? Aber ich meine, Farmstock rennt da wie verrückt. Da gibt's auch ganz viele neue Teams. Neue Teams, aber das wird immer mehr diesellastiger und das wird auch nicht auf die Zukunft, glaube ich, sein. Die Limited Superstocks hat nochmal ein ganzes Schwung Teams Ja, gebracht, auch neue. richtig. Ja, das hat auch geholfen. Unter anderem ist durch die Limited Superstocks ja das Blue Thunder Team von den Farm Stocks über die Limited Superstocks in die Superstock-Klasse gegangen. Richtig. Aber es fehlt halt irgendwo in den Modified-Klassen. Und Ja. da muss halt irgendwie was passieren, wo man sagt, so ja, da könnten sich mal wieder neue Teams draus bilden, die dann irgendwann auch sagen, komm, jetzt. Ja, oder auch, ich sag mal, wenn du jetzt Fischdorf gesehen hast mit dem Wolper-Dinger, das war eine tolle Sache und das ist kein Limited, ne? Nö. Aber alleine mal so die Perspektive, dass man da was erreichen kann in der 3,5, die fehlt in Holland komplett. Ja, das ist leider so. Also da wird sich hoffentlich in Zukunft auch ein bisschen was tun, Ja. weil es wäre schade, wenn gerade die niederländische Division, die ja eigentlich mit als die größte in ganz Europa gilt,
irgendwo dann jetzt Nachwuchsprobleme kriegt in der. Beziehungsweise zur Farmstock-Serie verkommt, hätte ich mir Ja, gerade gesagt. Er verkommt nicht er etwa, verkommt, ist ein aber bisschen nur übertrieben noch. gesagt, aber wenn halt die Modifieds, beziehungsweise die großen Klassen, dann Ja. fehlen die richtigen Traktorpulling-Klassen, sage ich mal, Ja. dann ist das schon sehr traurig und ja. Tja, dann lass uns doch mal gucken, was so in den Klassen direkt passiert ist, wenn wir schon Ja, mal dabei sind. genau. Also, wir fangen mal an auf unserer Seite Bahn 1, Light Modifieds. Ging es mit los. Da konnte man auch sehen, dass die Bahn sehr schwierig war, weil gerade am Ja. Start so die ersten Traktoren, auch aufgrund des leichten Gewichts natürlich, haben am Start kaum irgendwie Traktion bekommen. Die mussten teilweise schon mit dem Hebel direkt nach vorne gehen, damit der Bremsbahn sich überhaupt ein bisschen bewegt, um dann nach irgendwie 10 Und dann auch Metern, noch Geduld haben und festhalten. genau, Geduld haben, festhalten und dann nach 10 Metern irgendwo mal richtig Grip zu kriegen. Wo es gar nicht geklappt hat, war beim Bandit. Der hat Ja, mal wieder. Vollgas gegeben und dann, ja, kam der Grip und dann in die Nase nach oben, wieder zur Seite weg und bis man dann irgendwo bei 50 Meter aus der Bahn gerollt ist. Weiß ich nicht, finde ich sehr, sehr schade, dass das bei dem Jungs, irgendwie, wenn es um den niederländischen Punktelauf geht, ist da irgendwie immer ein bisschen der Wurm drin. Eurocup in Fürchtorf hat es gut funktioniert, dann in Outgaste beim Testen hat es gut funktioniert. Beim Punkten, da hat es irgendwie, weiß ich nicht, da hat es irgendwie wieder nicht geklappt. Ja. Motivationsproblem, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie übermotiviert. Ich wollte sagen, Motivationsproblem, wenn dann in Ja, entgegengesetzter genau. Form. So meinte ich das auch. Ja, auch die Ja. beiden Griffons hatten da so ihre Probleme. Ja. Die haben auch irgendwie, ja, sind während des Laufs mit der Drehzahl angebrochen. Ja, Ja. das war auch so. Du hattest am Start überhaupt keinen Grip und bei 30, 40 kann man dann richtig, ne? Und einige, die dann so, ja, ich sag mal, mit Einspritzanlagen nicht ganz so fit sind, die hatten dann den Motoren, also ich sag mal, auf den ersten Metern so weit überfettet und so voll Sprit, dass wenn dann Leistung gefordert war, dann sind sie abgesoffen, ne? Also hast du ja öfter. Naja, Ja. ansonsten, ich sag mal, das gesunde Mittelfeld wie De Jong Special und Hot Art, die liefen relativ vernünftig. Da kann man Ja. jetzt nichts sagen. Ja, Cesar der Fair schön ersten Platz gefahren. Caesar LeFair auf Platz Gut 1, zufrieden, glaube ich. der Uncle Duck auf 2 und Russian Roulette auf 3. Ja. Rocket Science auf 4 war im Finale drin, aber Motor ließ sich nicht mehr starten, was ich mitgekriegt habe. Deswegen kein Pole im Finale. Wer jetzt den Wicked Screamer ein bisschen vermisst, mit Barry und mit Helmer haben wir beide noch gesprochen, weil das Team auch mit dem Bobcat Senior da war, aber nicht mit dem Wicked Screamer und auch nicht mit den beiden Minis. Das hat einfach den Grund, die letzte Saison war ein bisschen too much, haben sie gesagt. Also das war, sie mussten 4 Traktoren unterhalten also mit 8 V8 Motoren und so ein V8 Motor kostet schon eine ganze Menge an Aufwendung, damit der läuft und ja, wenn dann noch so Probleme kommen wie der Bobcat Senior, wo dann die Achse bricht, dann musst du dich um die Achse kümmern. Wenn die Motoren hochdrehen, dann musst du die einmal aufmachen und die Lager kontrollieren und sowas. Dann frisst das schon eine Menge Zeit und da haben sie sich dann gesagt, so irgendwas müssen wir ändern, weil so kann es nicht weitergehen. Und so haben sie gesagt, der Bobcat Senior wird die niederländische Meisterschaft fahren und mit den allen 4 Traktoren werden sie im Eurocup weiterhin am Start sein. Wenn der Senior jetzt in den nächsten Läufen vernünftig geht und auch hält, was sie sich jetzt Neues mit der Achse überlegt haben, dann kann es sein, dass wir zum Ende der Saison auch in den Niederlanden den Screamer oder die Minis dann auch nochmal wiedersehen. Aber ich kann es nachvollziehen, weil wenn du das so betreibst, dann ist das irgendwann auch, wird das zum 24-Stunden-Job und dann ja, muss man auch aufpassen, dass das nicht irgendwann anfängt, dir den Spaß zu verderben Ja, an der schon wieder Nummer. unglaublich. Nicht am Start gewesen, aber 30% der Redezeit der Klasse wurscht. Aber man muss es ja mal erwähnt haben. Ja. Weil es gibt garantiert Leute, die fragen danach. Ja. Ist ja noch nicht gerade ein Team, was irgendwo hinterherfährt. Nö. So, Modifieds. Modifieds, genau. Ja. Achso, den Siegpol vom CSLF können wir uns wohl noch mal angucken. Ja, der war nett. Ja, hier zu sehen, ganz schwierig loszukommen. Hat dann richtig schöne Balance gehabt im Lauf, was letztes Jahr tatsächlich ja sehr, sehr selten passiert ist. Letztes Jahr hatten sie ja richtig Balanceprobleme. Von daher, ja, freut mich für die Jungs, dass es da auf jeden Fall vorangeht. Dann kommen wir zur Modify-Klasse. Ja, viele Ja, auch Abmeldungen. irgendwie auch relativ unspektakulär, fand ich. Ja, war jetzt nichts, also War so klar wie Kloßbrühe, dass Lambada das gewinnt. vom Giant und The Judge auf 3, wobei The Ja. Judge hätte den Giant vielleicht kriegen können, wenn die Motoren nicht mit der Drehzahl eingebrochen. Ja, Eager Beavers auf Rang 4 gelandet. Der hatten zum, ich glaube, im zweiten Lauf hatten sie irgendwie ein Riemenproblem, ist der Riemen gerissen. Antriebsriemen am vorderen Motor. Ja, Antriebsriemen reißen heißt, der Motor lief zu mager.
Genau, und dann, ja, passiert halt nichts mehr. Und ja, aber schön zu sehen, dass das Team Super Kasper immer noch am Start ist, weil, ja, der Traktor ist so vor 20 Jahren schon gefahren, war damals Top of the Pops und jetzt, ja, kann man sehen, was in der Klasse passiert ist, aber die lassen sich nicht ermutigen, die machen Traktorprüfungen mit Spaß und das finde ich super. Das macht Spaß zu gucken. Ja, Lambadas Pol können wir uns auch noch mal angucken. Den haben wir auch noch da. Ist dir schon mal aufgefallen, wie weit sie mit der Vorderachse nach oben müssen, damit sie die Verbindung vom Chassis nicht mit auf die Hinterräder kriegen, damit die Vorderräder frei schweben können? Ja, Ja, das ist wieder ein Zentimeter Zugpendel. es ist halt, das ist mir jetzt gerade im Lauf aufgefallen, das auch jetzt mit dem Neubau, der verwindet sich noch ziemlich extrem. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder Ja, nicht, das ist schon aber. so gewollt, um die Drehmomente aufzufangen. Aber damit das dann auch aufgefangen wird, musst du ja einen entsprechenden Federweg haben. Das heißt, bei dem Trecker, sie müssen mit der Nase ziemlich weit oben fahren. Wenn du jetzt das hinkriegen könntest, dass das nicht so verbindet und dass die Nase weiter runterkommt, hast du wieder mehr Traktion auf den Hinterrädern. Ja, ne? Mal gucken, ob da nochmal was passiert. Aber der Rahmen ist ja gerade erst neu, deswegen weiß ich nicht, ob das. Na, Das ist vielleicht. schon Absicht, aber das funktioniert ja auch, aber. Es funktioniert, das hat man, das sieht man, ja. Sonst wäre er nicht in der Modified vorne gewesen. Ja, Ja, Pro genau. Stocks. Pro Stocks. Auch irgendwie sehr dezimiert die Klasse von 15 gemeldeten Wochen, nur 9 oder 10 Stück am Start Ja, gewesen. aber Also auch. schönes Podium. Ja. Nichts Rotes und nichts Grünes. Zumindest nichts normales Grün. Da doch, Lady Green Ach so, ist. ja, ich dachte jetzt, die beiden Fiats Ach wären. Auf alle so. Fälle ich habe nicht ganz so hingeguckt, aber auf alle Fälle war Arjan vorne und Ja. dann Fiat dahinter. Der Rednecks von Dumps Rooster und dann Lady Green auf 3, freut mich sehr. Ja. Auch jetzt im Grand National wieder dabei und auch die Jungs haben viel, viel einstecken müssen in den letzten Jahren. Jetzt wieder Platz 3 in der Grand National, ist toll zu sehen. Ja, ansonsten bleibt zu sagen, Running Diamond, der letzte Woche auf Platz 3 gefahren ist, hat irgendwie was, glaube ich, mit der Kopfdichtung gehabt. Es klang zumindest so, es hat zumindest sehr gezischt beim nach dem Pull. Und ja, beim Mud Patrol hat vielleicht noch zu sagen, dass da irgendein Defekt am Motor zustande gekommen ist, weil da auch irgendwie sofort der Drehzahl eingebrochen und aus und das sah auch nicht gut aus. Die hatten auch gerade erst einen, ja, den Defekt aus Outgaste wieder mitgebracht. Ja. Und das war auch nicht so, so toll. Ja, den Pull vom Rednecks haben wir nochmal hier. Auch da konnte man es nochmal schön sehen. Am Start musste sehr lange draufhalten, warten, 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 bis dann auf einmal der Schwad rauskam und dann auch Traktion da war. Ja, vor allen Dingen musst du dann am Start auch die Geduld haben, auch den Motor so weit fit haben, dass der das kann, ohne Last zu drehen. Das ist ja auch nicht so einfach. Ja, das ist so, definitiv. Dann, ja, eine Klasse, die eigentlich auf Bahn 2 fahren sollte, die dann aufgrund von Zeitproblemen aber schon auf Bahn, beziehungsweise, ja, doch, an sich auf Zeit von Zeitproblemen auf Bahn 1 verlegt wurde, weil in der 3,6 Tonnen Supersport hatten sie am Anfang das Problem, dass alle Kollegen mit Differential so richtig gut gearbeitet haben. Eine Seite ist das Rad komplett durchgedreht und andere Seite passierte gar nichts. Ja. So, und dann haben sie, glaube ich, irgendwie dreiviertel Stunde Bahnbearbeitung gehabt, bis sie dann überhaupt die 3,6 fahren konnten. Daraufhin haben sie dann die Two-Wheel Drive auf die Bahn 1 gesetzt, auf quasi mal unsere Bahn. Ja, und das ging wieder eng zusammen, wie man es halt in der Klasse erwartet. Ich war im Fahrerlager. Du warst im Fahrerlager. Ja, du hattest so noch ein paar Deals, die du abwickeln musstest. Ja, Deals nicht, aber ein bisschen Informationsaustausch. Genau. Ja, also was vielleicht ein bisschen Besonderheit ist, ist der Predator, der Intertechno Predator, neue Lackierung kriegt, hat. Sieht man auf dem Ich Foto. hoffe, das ist noch nicht fertig. Ich glaube nicht. Also da kommen, glaube ich, noch ein paar Sponsoren und so drauf. Ja, weil das ist einfach nur rot. Ja, es ist aber, er war vorher ja so ein hell, so ein richtig knalliges Rot. Jetzt ist das so ein bisschen dunkles Rot geworden. Gefällt mir schon ein bisschen besser. Aber denke mal, fertig ist er noch nicht. Ja, ansonsten, Sledgehammer hat gewonnen vor Bad Habit und den Predator. Ärgerlich beim Bad Habit. Den hat, die Jungs hat es wieder einen Block gekostet. Ja, ätzend. Da ist ein Pleuel rausgekommen Ja, und stimmt, ja. da lag ganz viel Öl auf der Bahn. Und ja, das ist bei denen leider jetzt schon häufiger passiert und kostet dann immer sehr viel Geld. Ja, das sind ein paar tausend Euro. Das Block sind hast du nicht. Ja, das geht fast fünfstellig. ja,
Das ist immer sehr ärgerlich, gerade in der Klasse. Ja, nur der Block, der ganze andere Rumpel ja auch nicht. Ist ja Naja, nur der Block. nur der Block. Also da kommen noch Pleuel und wenn Pech hast, dann haben die Kopf und alles andere auch noch ein bisschen was abgekriegt. Ja. Sollen wir mal nicht hoffen. Wir drücken den Jungs die Daumen, dass sie die Karre dann jetzt schnell. Ja, die müssen ja am Donnerstag, also morgen ja auch schon wieder fahren. Ja, dann lass uns doch zur Limited Superstock-Klasse kommen. Auch die mit großen oder vielen Defekten geplagt. Jo, Snooping. Snoopy fangen wir mal direkt mit an. Wir gucken mal hier in seine Komplett Ölwanne. geschrottet. Da sieht man Pleuel es, raus. ein Pleuel abgebrochen. Ich glaube, der Block ist heile geblieben, wenn ich das verstanden habe. Aber man sieht, da ist ganz viel Alu und das Pleuel selber sieht man. Und ja, das Wo ist. siehst du da Alu? Oder ist das kein Alu? Das ist Stahl. Das ist Stahl. Entschuldigung, ich erzähle schon wieder Blödsinn. So, sollte dich mehr reden lassen als mich. Nee, für Holland red du mal, dann hast du. Naja, auf jeden Fall ganz viel kaputt. Das ist schräg bei 10 Meter passiert und das auf dem Heimpull. Ja, Ja, sehr, sehr, ätzend. sehr ätzend. Ja, dafür ging der andere Ford mal wieder ein bisschen besser von Echtelt. Genau, auf Platz 3. Die Ja. Jungs haben sich auch tierisch gefreut. Ja. War besser als ein Anhalt. War noch nicht perfekt, aber ich denke, wenn sie die Richtung noch mal so einen Schritt, das gleiche, dann wird das interessant, dass das funktioniert. Ja, ist auch toll, weil die Jungs halt auch alles selber machen, ne? Die Ja. schmieden das selber, die haben nicht das Riesenbudget, die machen viele Teile, bauen sie selber zusammen. Ja, Ist halt toll zu sehen, wenn dann das ist halt auch funktioniert. Vorsicht die Mutter der Porzellankiste und dann dreht Genau. man das Ding fett. Ja, und dann ja, sind die Schritte unheimlich klein. Jeder große Schritt könnte einer zu viel sein und Ja. einmal zu viel ist gleich wieder kompletter Schaden. Genau. Und das macht man natürlich nicht gerne. Könnte teuer Deswegen werden. kann so eine Erfindungsphase bei so einem Alkimotor unheimlich lange dauern. Ja, Megatron und Easy Diesel haben wir auf Video. Warum beide? Ja, wir fangen einfach mal an, das ist das Falsche. Denn mit denen, Megatron, das ging wieder eine Kopfdichtung durch wie ein Fischdorf. Jupp, das war aber nicht nur Kopfrichtung. Also, meinst du mal mehr? Da war aber schon Kopf bei. Da hoffe ich tatsächlich, dass die Jungs das irgendwie, dass da jetzt der Schaden wirklich nicht sehr groß ist, weil die Jungs sollen am Wochenende in Volkmaß mit sein und sind auch auf dem Werbeplakat drauf. Und da wäre es sehr, sehr ärgerlich, wenn die den am Wochenende nicht fahren könnten. Wir hoffen es mal. Aber der Ise Diesel, der lief gut, der ging auf 1, was heißt, er lief konstant. Ja, einfach mal zuverlässig dabei sein, ne? Und schon bist du vorne. Ja, schöner, sauberer Pull. Braucht man gar nicht viel zu sagen. Ja. Dann, ja, kommen wir mal zur, ich sag mal, krassesten Klasse des Tages. Zur Mini-Klasse. Und warum die krasseste? Guckt oben in die Ecke. Da sieht man es schon. Beim Riddle hat's ganz böse geknallt. Da, kam dieses, ja, dieses Phänomen, was die Minis haben. Einmal zu hoch gestiegen, einmal die Traktion verloren und schon ging's auf die Seite. Minis sollten eigentlich auch, vielleicht vorher erstmal die Minis sollten eigentlich auf Bahn 2 fahren. Haben es auch versucht. Nach 3 Pulls haben sie aber relativ schnell entschieden, das hat gar keinen Zweck, weil die am Start so Ja, überhaupt keine das sah Traktion. so aus, als Dingering das entschieden, so wie er da Ja, also bei rumgetobt Wim war sehr aufgebracht, um es mal so zu sagen. Also er hat ja den Pullen nach 10 Metern abgebrochen, hat das Lenkrad in der Ecke geschmissen und da wusste man, okay, da geht nicht mehr viel. Nee, und dann war Halligalli hinten. Ja, Und und dann dann haben kam sie, erstmal nichts mehr. genau, dann haben sie Und dann kam irgendwann die Durchsage, ja, wir gehen auf die andere Bahn. Dann sind sie damit komplett auf Bahn 1 gegangen. Ja, vielleicht dazu beim Riddle, es sollte erst auf der anderen Bahn, weil sie halt so schwierig war, Gerd Dingering dann ansteuern, da er die Bahn kennt. Am Ende hat man sich doch entschieden, Mienke van Assel, die Frau von Erik van Assel, dem Teamchef, wieder fahren zu lassen, als sie dann die Bahn gewechselt haben. Und ja, das ging leider ziemlich in die Hose, was kein Fahrfehler war, auf gar keinen Nee, Fall. Das da ist kannst du einfach, nichts dran machen. Das ist ist. eigentlich eher Abstimmungsfehler vorher. Genau, du verlierst die Traktion und danach bist du Passagier. Da kannst du nichts mehr machen. Deswegen, wer sowas nicht sehen kann, kurze Triggerwarnung. Aber wir lassen es jetzt mal einmal abspielen. Ja, das sieht Ja. immer unheimlich spektakulär aus. Und solange das Chassis in einem Stück bleibt, Ja, passiert da auch nicht viel. das Chassis an sich ist gebrochen. Ja. Das haben die, das konnte man auf dem Video so ein bisschen sehen, dass das beim zweiten Aufschlag gebrochen ist.
Ja, Motorrad hochgedreht, das heißt, innerlich wird da auch. Ja, sind die Pleuel lang und dann die können sie alle neu. Genau, Ist das so. kannst du auch immer alles neu machen. Ja, aber wichtig ist, ihr ist nichts passiert. Nee, das Es wollte ich war. sagen. Also die sitzen da ja, sind mit Halskrause und einem Schickimicki im Fünf-Punkt-Gurt drin, die können sich Ja. nicht viel bewegen und die haben auch den Käfig drumherum. Ja, viele fahren auch mittlerweile dieses Hamm-System, was dann Ja, die Formel 1 was auch oder Sinn macht. Rennsport. Also ich sag ganz ehrlich, wenn man so sich so einen Traktor auf dem Level leisten kann, dann hat man die paar hundert Euro mehr für ein Hamm-System, finde ich, auch nochmal. Ja, auf Weil jeden die Fall. helfen dir, was Sicherheit angeht, richtig. Ja. Und ja, abwarten, wann sie wiederkommen. Die haben auf Facebook schon gepostet, dass der Schaden wirklich sehr, sehr groß ist. Ja, das Und glaube ich. ja, sie wissen noch nicht, wann sie wiederkommen. Von daher drücken wir mal die Daumen, dass sie das schnell wieder in den Griff Ja, vielleicht bekommen. sollten Sie doch mal was so 2,5 Tonnen bauen oder so, so Light Modified, dann ist das mit der, da kann man dann auch Motorleistung umsetzen und muss nicht darauf hoffen, dass das irgendwie auf einem kleinen Chassis Wäre auch mal so schön zu sehen, funktioniert. den Riddle auf 2,5 Tonnen. Ja, warum Das nicht? stelle ich mir auch schick Ja. vor. Toll. Ja, wir warten ab, was passiert. Ansonsten, ja, die Klasse auf Floating Finish gefahren. Spektakulär vielleicht noch der Backdraft. Hat ein bisschen viel Öl gerotzt, hat ein bisschen gebrannt. Sah erst im ersten Moment, ja, relativ harmlos aus, fand ich. Im Nachgang aber herausgefunden, hat das Team gestern auf Facebook, Loch im Kolben. Ja, deswegen hat er so Öl gerotzt, weil der Kolben dann nach oben gepumpt hat. Ja, und dementsprechend auch morgen in Audenhorn kein Start und ja, die haben Also müssen so ein erstmal Kolben wieder. verbrennen und so ein V12 ist widerliche Arbeit. Du musst das ganze Ding auseinandernehmen und sauber machen, weil du den ganzen Brösel irgendwo quer durch den Motor verteilt hast. Ja, müssen wir mal abwarten, wann sie wiederkommen. Vampire vielleicht noch, eigentlich auch einer der Top-Kandidaten auf den Sieg. Zündung ausgefallen. Zündung ausgefallen, zwei Backfires und dann war es das gewesen. Ja, im Endeffekt hat Dingering es gemacht. Hat gewonnen vor dem Pokerface und Top Ja. Dog. Was ich noch interessant fand, Exception ist mit einem Double Cut gefahren. Ich weiß nicht, ob Oh sie ja. das in Arnold auch schon gemacht haben. Das weiß ich nicht, Auf meine ich alle Fälle nicht. ist es mir jetzt da aufgefallen und das ging hervorragend. Also, der ist ziemlich gut bei der Musik gewesen mit seinem Chevy. Ja, Gott sei Dank, der war irgendwie 4, 5 Meter hinter den hinter hier Top Dog und Ja, Reborn also Rascal. Also das war schon gut sah aus. gut aus. Also, Reborn Rascal und Top Dog waren übrigens auch nur 5 Zentimeter auseinander. Also ja. da ging es auch eng, eng beieinander. Ja, Dingering zeigen wir nochmal. Das war aber auch ein absoluter Gewaltpull. Der wollte nicht nochmal. Ja, aber du kannst hier sehen, der hat die Vorderachse ein bisschen weiter unten als der Riddle. Ja, das reicht Das schon. ist der Unterschied. Beim Riddle kam er weiter höher, wenn dann das, sag mal, zur Seite weggibt, dann entlastest du ein Hinterrad dermaßen. Ja, und dann hast du aber schon verloren, weil Dann das bist kriegst du du schon gar nicht mehr. schon bist du fertig. Bis du das gerallt hast als Fahrer, dass das gerade da passiert, weil so ein bisschen wackeln Da kann machst ja du als normal Fahrer sein. gar, Da da machst machst du du dann als gar Fahrer nichts gar mehr. nichts mehr dran. Deswegen, also ein Fahrfehler kann man da Nein. absolut ausschließen. Ja, lass uns zur letzten Klasse kommen, die Unlimiteds. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos fand ich aber persönlich eine sehr schöne Klasse, Ja, war's, auch wenn es nur definitiv. vier Traktoren, sage ich mal, die auf dem Level gefahren sind. Aber auch da, innerhalb von 10 Metern ungefähr alle Ja, gelandet. und Simply Resistible war auf Mietersreifen unterwegs. Das heißt, es war interessant zu gucken, wo geht er jetzt hin. Früher mit dem Propulon hat es ja nicht gut funktioniert. Sind aber ziemlich aufs Safe gefahren, habe ich Ja. gelesen. Also die Motoren sehr, sehr auf Sicherheit eingestellt, weil auch die ja die Motoren kurzfristig jetzt wieder zusammengebaut haben. Füchtorf hatten sie ja nicht geschafft für den Eurocup. Auch da viel zu schrauben. Ja, auf alle Fälle war es ziemlich eindeutiges Ergebnis. Ja, also Weil, also, der Pull vom Lambada war gut, wo wir auch alle gesagt haben, oh, das könnte schwierig werden für den Senior. Ja, nee. Ja, Lambada stand bei 109. Guckt es euch einfach mal kurz an. Ja. Und dann gehen wir mal vom Gas und dann reicht das auch. Und jetzt steht das bei 112 Metern. Das war schon wieder so eine Kampfansage. Alter Schwede. Ja, brutal. Ja, ansonsten Whispering Giant auf 3. Ja. So, sag mal, hat sich irgendwie so 3, 4 Meter, glaube ich, hinterm Lambada rumgetummelt. Und Seaside Affair mit den drei Motoren. Kommt man merken, drei Motoren sind in der Klasse ein bisschen sehr wenig. Nee, Er stand irgendwas ich bei. weiß nicht, was sie damit vorhatten. Ob sie das jetzt so machen wollten wie Bollingers mit drei Motoren in der Unlimited, meinen, dass man das mit Gewichtskompensation oder so besser hinkriegt, aber das war es nicht. Aber Bollingers fahren in den USA auch mit den Schraubenkompressoren, Richtig. die einfach mal höhere Drehzahlen machen und we wesentlich mehr Leistung daraus noch kriegen. Die sind wesentlich effektiver, ja. Ja, die machen aber irgendwie, ich glaube,
was bei Geschwüren sowas von 3.500 irgendwo sowas in der Runde. Und wenn du das dann 3 Stück hast, bist du auch bei 10. So, dann, Richtig. ne? Sag mal, die normalen Hemis irgendwie, irgendwas hatte Ja, ist ja Brian. geil. Hauptsache, ich meine, ich finde es ja auch gut, wenn sie sich aus der 3,5 so ein bisschen raushalten. Oder eigentlich hätten sie sich aus der 2,5 raushalten sollen, aber na, ist egal. CZFR ist ein altes Profi-Team und die gehören auch in die Profiklassen. Ja. Insofern sind sie da schon richtig. Genau. Also am Endeffekt standen sie aber bei 80 Metern. Also, wie gesagt, was sie damit genau vorhaben, verstehe ich jetzt noch nicht ganz, aber gut, vielleicht werden wir über die Saison jetzt schlauer. Ja, ansonsten die anderen Klassen, tatsächlich habe ich jetzt gar nicht so doll darauf geachtet. Die Farmstock-Klassen waren schick anzugucken, jetzt nachdem das gelaufen hat. Ja, also zwei Bahnen ist halt zu viel, um dich darauf zu konzentrieren. Genau, also das werden wir dieses Jahr noch öfter haben, dass wir uns auf 2 Bahnen gar nicht so doll konzentrieren können. Wenn man dann am Made noch anfängt, oh, hör auf, das sind dann 3 Bahnen, da hören wir dann ganz auf. Aber ja, die waren gut anzugucken. Ich glaube, 4,5 hatte ich noch irgendwie Sex Secret of the Valley vor Simply Green und Peters gelandet. Und mich erinnere ich noch beim Red Devil, da hat es ein bisschen auch Öl im Motorraum verteilt. Da war ein sehr schönes Flammenspiel unter der Haube. Aber ansonsten, ja, 3,6 habe ich jetzt kein Ergebnis mehr im Kopf. Und ansonsten waren noch Sporttrucks am Start. Also alles in allem war es eine. Ja, teilweise etwas schleppend im Ablauf, aber an sich doch eine schöne Veranstaltung. Ja, es ist auf alle Fälle wert hinzufahren. Ja. Gar keine Frage. Ich meine, für das Wetter und die Bahn konnten sie jetzt in dem Moment nichts. Also Und das auch Zusammenspiel aus Wetter und Bahn. den Ablauf an sich, sag mal, wenn du Ja. Probleme mit der Bahn hast oder halt so ein Crash passiert wie beim Riddle, da kannst du als Veranstalter und auch als Organisator generell nichts dran machen. Nö, Es im ist halt, wie es Gegenteil. ist. Musst Da du kommen also ja eher die mit. Leute noch für. Genau. Aber Okay. wie gesagt, Gelände ist toll, Bahnen sind toll, hast einen Erdwall da Ja. und schön. So ist Gut. es. Genau. Dann lass uns doch mal gleich in den Niederlanden bleiben. Genau. Audenhorn am Donnerstag, also morgen ist es schon soweit. Ja. Audenhorn, Himmelfahrtstag, der sonst eigentlich immer früher in Wien stattgefunden hat, relativ grenznah. Deswegen war es eigentlich auch immer so ein ja, fester Feiertagstermin für die deutschen Pulling-Fans. In Ja. Wien, Saisonauftakt. Ja, jetzt zweiter Lauf, beziehungsweise, ja doch, an sich zweiter Lauf zur Meisterschaft für die meisten Klassen in Audenhorn. Am Start ist die Pro-Stock-Klasse mit dem Pokallauf. Fahren keine Meisterschaft, sondern Pokal. Aber auch gute Starter. Ich glaube, 10 Starter sind gemeldet. Unter anderem aber auch ein Demopull, das habe ich heute gelesen, vom Extreme Defi aus Frankreich. Das ist der alte Extreme Temptation, das Chassis. Und die haben daraus einen Limited Superstock gebaut und sind das erste Mal mit denen am Start. Okay. Sollten am letzten Wochenende irgendwo in Frankreich eine Demo fahren, ist aber ausgefallen wegen Wetter und jetzt haben sie sich kurzfristig für Audenhorn angemeldet. Ja, ist ja von Nordfrankreich dann auch nicht so weit. Nö, genau. Ja, also ansonsten Punkteläufe in der Light Modified, Two-Wheel Drive, Minis, Superstock und Unlimited. Schön an diesem Event finde ich, dass es halt nur eine Bahn ist. So halt, wie man es wie in Deutschland kennt, eine Bahn. Du hast eine, das Programm und fertig. In den Niederlanden ja eher normal, dass sie 2 Bahnen fahren. Ja, wer das Ganze gucken möchte, die NTTO gibt wieder einen Livestream. Ja. Gratis auch wieder auf ntto.tv. Genau. Also wer morgen nichts vorhat, ab 14 Uhr ist Ja, Start. und in Holland müsst ihr das live gucken. Das ist also nicht in der Wiederholung. Ja. Die haben das in Langeleich versucht auf YouTube zu streamen. Das haben sie auch geschafft, solange es live war. Aber sie hatten halt auch Musik mit drin. Und danach hat YouTube das Ganze entfernt. Und ich denke, sie haben auch eine dicke, fette Verwarnung von YouTube dafür bekommen. Zum Glück nicht die NTTO, sondern der Dienstleister da. Aber das macht man mit YouTube nicht. Das Nee. lassen die sich nicht gefallen. Hab uns ja schon gewundert, als wir da waren, wie die das die ganze Zeit durchhalten können mit der Ja, ich Musik. meine, sie schalten den Stream in dem Moment nicht ab. Aber das gibt im Nachhinein, gibt das richtig Trouble. Ja. Also guckt euch das live an. Wenn wir Wiederholung gucken, ist dann leider nicht. Ja. Also ja, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr keine Zeit habt, dann ist das auch so. Ist Feiertag, Dann ne? ist halt Feiertag. Ne, viele sind ja wahrscheinlich auch unterwegs Genau. oder so wie Gut. ich. Alles klar. ja, dann ein Event, wo wir ein bisschen intensiver wieder drüber sprechen müssen. Am Wochenende geht's los, Volkmast. Ja, lass uns doch mal zum Freitagabend kommen, wo es ja auch schon Programm gibt dieses Jahr. Sonst war ja immer Freitagabend Soundcheck Party, ist auch dieses Jahr noch. Aber jetzt wird auch schon Freitagabend auf der Bahn was passieren. Ja. Und zwar Bauernklassen, 8 Tonnen, 10 Tonnen und eine offene Bauernklasse. Also so ein schönes Einsteigerprogramm fürs Wochenende. Ja, mit modernen Traktoren, sag ich mal, mit den hohen Genau. Gewichtsklassen sind ja meistens so Fendt und Konsorten dabei, was so auf dem normalen Acker auch fährt. So sieht's aus. Genau Also das. wirklich für die Leute, die selber mal mit dem, was sie zu Hause stehen haben, auch mal teilnehmen wollen. Genau, das ist so das, was am Freitagabend passiert. Natürlich die große Soundcheck-Party. Finde ich persönlich immer ein bisschen schöner, weil die Freitags nicht ganz so überlaufen ist. Da sind halt fast alle nur die, die auf dem Platz rumlaufen. Und ja, man kann so ein bisschen schnacken noch mit den Leuten, die man so sieht. Und Ja, mal so ein bisschen News austauschen. Alle haben so ein bisschen Zeit, weil es halt der Feiertag ist. Und genau. ja, ist halt immer so.
4 Tage, 5 Tage Festival in Volkmar. Ja, also wie gesagt, die ersten Leute kommen ja schon, sind die sind da. Sie sind schon da, beziehungsweise ja, also die meisten kommen so mittwochs abends noch, mittwochs noch arbeiten, dann auf dem Oldtimer und in der Volkmars hin. Genau. Donnerstag ist ja frei, Freitag haben wir auch frei, ja, dann macht genau. man da. Sonntags morgens um 3 Uhr los, damit man dann pünktlich zur Lindenstraße wieder zu Hause ist mit dem Lanz. Ja, wenn du mit dem Lanz noch ein paar Kilometer fahren musst, ja, dann ja. musst du pünktlich los. Ganz Nordwestdeutschland regt sich auf, Straßen sind blockiert, alles läuft in 25 km/h, beziehungsweise Lanz mit 40 km/h Schnellgang. Wobei, wir haben ja auch so Typen dabei, die fahren ja dann wirklich mit dem 15er Deutz und Wohnwagen. Ne? Ja. Das ist ja echt der Oberhammer. Und dann aus der Wesermarsch rüber. Wesermarsch, ich kenne genug Leute, die hier aus der Ecke, wie auch aus Ostfriesland dann fahren. Das kannst ja. du, müsstest du jetzt eigentlich schon bei uns wieder so sehen können, wenn du jetzt auf die Straßen achtest und dann Trecker mit Bauwagen siehst. Du weißt ganz genau, der ist gerade auf dem Weg nach Volkmar. Genau, den sehen wir übermorgen wieder. Genau. Dann sind wir auch da. Dann sind wir auch da. Zeitgleiche Ankunft. Ja, Freitag dann Abschluss mit der Soundcheck-Party. Oder wieder mit dem Lanz durch den Wesertunnel, das ist auch immer so geil. Darf man da überhaupt noch, nicht, klingt aber gut. Oder darf man da überhaupt noch durchfahren? Nein, darf gar nicht mehr. Dürfen sie nicht, tun sie aber trotzdem. Ja, dann lass uns zum Samstag kommen, da ab 11 Uhr Bauernklassen 1,5 bis 6,5 Tonnen. Das sind dann quasi die ganzen Oldtimer, die genau. auf dem Platz sind. Genau, da sind die Oldtimer-Jungs alle dabei. Schön gemütlich, kann man sich mal nebenbei so ein bisschen Flohmarkt, so ein bisschen Trecker gucken, so ein bisschen Bahn gucken, so ja, man läuft halt durchs Fahrerlager, guckt sich alles an. Ja. Auf der Bahn ist so ein bisschen Nebenprogramm. Genau, da schön kann man. Nummer. Ja, es ist wirklich toll, Anzug, macht auch Spaß, entspannte Atmosphäre ist da. Und ja, etwas weniger entspannter geht es dann los ab 17 Uhr mit der Nightpulling Session, mhm. die berühmte Nightpulling Session. Ja. Volkmar ist ja so, sage ich mal, einer der ersten Veranstalter in Deutschland, die damit richtig angefangen haben, das jetzt wieder populär zu machen. Ja. Geht los mit dem 3,5 Tonnen Sportklasse, der, sag mal, der geilste 3,5 Tonnen Sportklasse, die wir im Jahr eigentlich irgendwo so fahren, der Volkmann Cup. Ja, das, da sind die alle ganz heiß, weil da gibt es ein bisschen Geld zu gewinnen und dann ist das quasi fast schon so wie ihr Endlauf. Ja. Volkmann Cup gewinnen ist wie Davis Cup im Tennis, sag ich mal. So ungefähr. Also Volkmann Landtechnik, einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung, wenn nicht sogar, glaube ich, der Hauptsponsor. Und die machen die Veranstaltung, beziehungsweise organisieren diese Klasse, haben einen Wanderpokal ins Leben gerufen und ja, da wird wirklich bis auf den letzten Zentimeter gekämpft. Meistens immer so schön, am Anfang sehr leichte Bremsung anstellen, das heißt, du siehst sehr schnelle Puls und später dann im Finale alle so zwischen 90 und 100 Metern nochmal wieder anstehen kommen und ja, da wirklich bis aufs Blut wird da gefahren und eigentlich sind auch so ziemlich immer alle da. Starterliste haben wir leider nicht zur Verfügung. Deshalb, die ist noch nicht öffentlich. Von daher haben wir da auch nichts. Wir wissen auch nicht genau, wer kommt. Aber ich denke mal, so die ja, deutschen Top Guns sind auf jeden Fall alle dabei. Und ich denke mal, so 15, 16 Starter werden wir da in der Klasse wohl schon sehen. Und ja, das wird einfach genial. Also wer das noch nicht gesehen hat, guckt mal auf YouTube. Da gibt es noch ein paar Videos von Mr. Joe und Film dich. Die haben die Videos so die letzten Jahre mal gemacht, auch die Stimmung drumherum ein bisschen eingefangen. Da sieht man mal, was da los ist und dann könnt ihr auch mal so ein bisschen Bild machen, falls ihr noch nicht wisst, so was Volkmars dann so ja. bedeutet. Volkmars übrigens so Richtung Bremerhaven, sag ich mal, rechts Knarrenburg. Stimmt, haben wir noch gar nicht erwähnt. So ein bisschen Bremen, ein bisschen nach Norden und dann rechts ab, dann bist du da. Also ich sage mal Bremerhaven und dann fährst du rechts ab und dann bist du fast da. Dann 3,6 Tonnen Supersport. Gleich in der Abendsession weiter. Geht's weiter. Von den Limitierten zu den etwas offeneren. Ja. Und da habt ihr ja auch schon gesehen, Füchtorf und wo die Reise da hingeht. Und das ist aber auch so eine Veranstaltung, da kommen sie auch alle hin. Ja, und geben auch alle Vollgas und sind auch alle hochmotiviert. Ja. Das Volkmars ist so das Highlight für sie. Genau, Heimspiel für den Feldjäger und Destructive Deer ist auch Destructive da. Deer. Kommt auch wieder. Soll wiederkommen, die Torge Sievers und sein Team, die sind kräftig am Schrauben, haben den Trecker komplett neu gebaut. Auf 3,6 Tonnen, war ja sonst immer so 3,5 Tonnen, 4,5 Tonnen, mal 3,6 ein bisschen testen, anhaken. Das ist jetzt anders, der spezialisieren sich jetzt auf die 3,6 Tonnen Supersport und sie hoffen, dass sie den Traktor fertig kriegen, sind wirklich fleißig am Schrauben, dass sie da bei ihrem Heimspiel ihre Premiere feiern können. Und da drücken ja, ich meine, wie wichtig das ist, kann man auch beim Feldjäger sehen, dass die in Anhalt nochmal ihr Setup getestet haben, extra für Volkmars nochmal. Ne? Gucken, ob es jetzt geht, hat noch nicht funktioniert aber so richtig, aber... Ja, da ist die Emotionen hoch und die Ambitionen vor allen Dingen. Ja, auf jeden Fall. Also da wollen alle zeigen, was sie können. Ist ja halt, Heimspiel ist halt nur einmal im Jahr. Und ja. Da will man dann schon seinen heimischen Fans, beziehungsweise auch mal wenn Arbeitskollegen da sind oder ja. Freunde, die sonst halt mit Traktorpolitik nichts zu tun haben. Und dann hast du noch, das kommt noch hinzu, dass Holstein ja nicht weit weg ist. Sie müssen ja nur einmal über den Fluss. Genau. Über ihre beliebte Südgrenze, hätte ich beinahe gesagt. Alles ab Elbe Süd. Genau, sie überqueren ihre Südgrenze von Osten nach Westen.
Und Und ja, aber die sind halt alle da, ne? Und auch die ganzen Verrückten von da oben kommen runter und ja. sind da und auch MacPom viele. Ja, Macht ist richtig. halt das Mekka von den Farmpullern in Deutschland. Definitiv, ja. Das ist so die Top-Veranstaltung. Wenn man was so Fürchtdorf für die deutschen Traktorpuller ist, ist so Volkmaß für die Farmpuller. Ja. Und da ist aber richtig Alarm in der Bude. Ja. Und weiter geht's im Programm, wenn die 36 durch ist, in die Limited Superstock. Früher immer die Pro-Stocks gefahren, damit man beim Diesel bleibt. Pro-Stocks werden nicht mehr gefahren in Deutschland dieses Jahr. Von daher musste der Veranstalter auch umdisponieren. Haben sich die Limited Superstocks rausgesucht, sagen wir die. Nächst die naheste Klasse zu den Pro-Stocks in dem Segment und ja, da passiert aber auch einiges, Ja, wir sage ich haben eine mal. schöne DM zurzeit. Ich meine, Paul Siebers hat in Anholt schon gezeigt, dass er Potenzial in den Trecker hat. Ja, ja. Ja, wie man auf der Liste sehen kann, die Dänen sind wieder Die da. Dänen, Little Björn. Lille Björn und der Never Done kommt. Ja. Die Franzosen sind da, der Ja. Warrior Froggy sind Ja, dabei. also haben wir Dänemark, Deutschland, Holland, Holland kommt, Easy Frankreich. Rider, Ja. Megatron, wenn er heile bleibt. Snoopy war eingeladen, Der kommt wird nun nicht. nicht kommen. Nein. Haben wir ja vorhin schon gesagt. Vielleicht Megatron hoffen wir, haben dass sie er noch einen heile. Ersatz gefunden. Ja, bis das wieder fertig ist, glaube ich Nee, ich nicht. meine jetzt Achso. als Starter. Achso, Wir haben ja Starterersatz. leider keine Liste. Das Nee, war die genau. Information, die wir hatten, aber sie haben ja noch nichts ausgedrückt. Genau. Ja, Megatron hoffen wir, dass sie da den Schaden auch reparieren können von Samstag. Ja, Easy Rider soll da sein. Easy Diesel soll kommen. Tja, Aus klasse Deutschland, für. ja, der Yellow Nightmare soll da sein. Eventuell der Backfire mit der Premiere ist aber noch nicht sicher. Die sind auch fleißig am Schrauben und können noch nicht sagen, ob sie kommen oder nicht. Ja, ansonsten Giftzwerg und Strapping Lloyd leider in den Werkstätten. Da Ja. ist noch genug zu schrauben nach den letzten Schäden. Und Sonic wird leider auch nicht da sein. Bisschen weit und soweit ich das mitbekommen habe, leider noch kein Nee, er leiht Transportfahrzeug. sich immer was und wenn das Ja. dann in der Schweiz was ist, hat er keinen. Ja. Genau, Ja, so deswegen. ist das. Das haben wir auch gelernt. Man hat einen Trecker und dann stellt man fest, ach du Scheiße, das Ding muss ja noch transportiert werden. Hui! Kostet ja nochmal das Gleiche. Halleluja. Ja. Nee, also das, aber trotzdem, das macht der Show keinen Abbruch, wenn die Traktoren Nein, das da wird alle top. ihre Leistung bringen. Jo, dann passiert da Das wird aber noch richtig spannend. was. Also Rough das. Stuff auch noch dabei, fällt mir Ja, gerade guck ein. mal ein. Case Wire kommt auch Oh noch. ja. Da passiert also dann richtig was und das wird dann auch eine super Show für den Ja, Abend. also ich glaube, eine viel bessere Limited Superstock kriegst du in Europa zurzeit auch nicht zugange. Nö, das ist so. Da sind alle Top Guns dabei, die wir momentan haben, und Ja. das wird eine tolle Sache. Gut. Ja, dann ab 22 Uhr tritt Mary auf. Malle, frisch aus Malle eingeflogen quasi, direkt nach Volkmast. Sie war ja schon in Knutwitz zu Gast mit dem Hit Wir lassen die heute die Erde beben. Den Hit, Genau. den man nicht irgendwo kaufen kann oder auch nicht runterladen kann, sondern was alles nur live Geht gesungen nur wird. live, weil sonst Mecker. Genau, sonst Mecker. Sie wird auftreten auf der Bahn und ja. Wer Volkmaß kennt und weiß, was da abends für eine Stimmung herrscht, der weiß auch, dass sie da definitiv gut ankommen wird und da auch richtig Party macht. Ja. Danach gibt es noch Bulldog Pulling, Auch schön. bis auf den letzten Zentimeter. Und wenn die Drehzahl noch bei einer Umdrehung ist, dann ist egal, das geht trotzdem. Ja, Lanz ist der einzige Motor der Welt, der null kann. Null Denn, ja. Umdrehungen. Und er läuft dabei. Das wird. Vorrück, vorrück, vorrück. Und so wird das wird halt im Dunkeln, da ist er mal geil, mit den, wenn die Flammen dann aus dem Rohr kommen, das macht schon richtig Spaß. Ja. Und dann kommen wir noch zu den Demopullern und ich sag mal, da ist dieses Jahr Sahne drin. Sledgehammer, das Heimspiel, das zweite Heimspiel fürs Team. Odenhorn, ja, deren Hauptveranstaltung, weil sie da wohnen. Volkmaß, deren zweites Heimveranstaltung, wie sie es selber nennen. Schon seit Jahren zu Gast, auch dieses Jahr wieder da und immer für tolle Puls gut. Ja, Willem Feldhusen kommt mit den Bits and Pieces. Wird wahrscheinlich auch seine Motoren so eingestellt haben, dass da gut Feuer rauskommt, wenn es Ja, das dunkel gibt wird. wieder beim Gas wegnehmen, wieder Methanol in die Anlage, dann kommt da schöner Feuerball unten raus, das ist vorne raus. Ja. Sieht im Dunkeln sehr geil aus, und wenn er dann auch noch so geht, wie er die letzten Jahr, wie im letzten Jahr gegangen ist, dann wird er richtig schön über die Bahn fliegen. Und ja, sagen wir, das absolute Highlight des Tages. Wo ich selber erstmal ein bisschen baff war, als Björn mir das erzählt hatte, das ist der Simply wird kommen. Bringt alle fünf Motoren mit, also über 10.000 PS Ja, dann in der sind Volkmaß-Arena. alle käuflich, das ist so. Ja, auch die werden dann wenn die Show für Volkmaß mal so richtig voranbringen. Also viele Volkmaster-Gäste werden dieses Level von Traktor-Pulling noch gar nicht kennen, weil sie Nee. halt vielleicht nur nach Volkmaß fahren oder hier und da mal Trecker-Track besuchen. Weißt du, was auch noch schön gewesen wäre? Erzähl? Diese 3,5 Modified, die wir in Anholt gehabt haben, die in Volkmaß, das wäre auch noch klasse. So Und dann so abends. ein Volpi dabei und den Diekmann und Konsorten, wenn die alle so laufen wie in Anholt.
Top-Sache. Das könnte definitiv eine schöne Show geben. So ja. abends unter Flutlicht. Ja. Das macht bestimmt Spaß. Hat dann Arnold auch richtig gezogen. Ja. Definitiv. Und so eine schöne Modified haben wir. Die haben wir definitiv momentan. Ja, und die kriegst du auch nicht in Holland. Das haben wir ja schon festgestellt. Die kriegst du momentan nicht. Naja, auf jeden Fall Simply wird definitiv da seine Show abreißen. Und ja, toll, dass so ein Team sich nach Volkmast verirrt, sage ich mal. Ja, wie gesagt. Ja, Sonntag geht es noch weiter ab 10 Uhr mit 4,5 Tonnen Hobbysport. Dann haben wir noch Sportklasse, 3,5 Tonnen, den Meisterschaftslauf, den Punktelauf. Woltmann Cup, reiner Pokallauf samstagsabends. Mhm. Also geht es nicht um Punkte. Geht es nur um diesen Tagessieg. Also schönes Familienprogramm, würde ich mal genau, sagen. Genau, schönes Familienprogramm. Ja, ein bisschen was los auf der Bahn, schon auch ordentlich Leistung. Ja. Aber jetzt nicht so ausartend, wie das am Samstagabend ist. Genau, also samstagsabends eher so für Mami und Papi alleine los und sonntags mit den Kindern dann nochmal. Ja, genau. Nochmal hin, weil da, ja, kann man sich schön Hobbysport, dann 3,5 Tonnen Sportklasse, 5,5 Tonnen Sportklasse kommt danach. Dann Limited Modifieds sind wir dran, hoffentlich. Ja, bei uns wird noch geschraubt. Malle ist fleißig dabei. Malle hat uns Werkstattverbot erteilt. Er hat gesagt, den Kram will er alleine wieder heile machen. Macht er dann auch. Wir machen hier weiter Videoaufnahmen und wir kommen dann dazu, wenn es ums Aufladen und Putzen geht. Ja, weil lass uns doch mal weiter auf die Starterfeld gucken. Blue Wendeling wieder dabei. The Bear ist da. Silberfuchs natürlich. Bad Boy, Heimspiel. Ja. Und auch Heimspiel wird der Blackout haben. Dieser Benny. Heimspielpremiere hat er. Heimspielpremiere. Benny soll Premiere machen am Wochenende. Basis der ehemalige Boss Power. Ja, Scania 6-Zylinder-Reihe. Diesel, ein Turbolader. Und dieser Traktor auf dem Bild ist die Grundlage, wird aber mit dem, was da auf die Bahn kommt, nicht mehr viel zu tun haben. Nein, der hat also, wie er sagte, einmal komplett Tabula Rasa gemacht. Einmal von vorne nach hinten durch, alles neu, alles anders. Ja. Also noch ein weiterer Limited Modified dabei. Genau, neuer Traktor hier dazu. Was mit den beiden Stefans ist, da habe ich leider nichts gehört, ob Stefan Heul mit dem Schluckspecht Zeraptor kommen wird oder Stefan Naske mit dem Tasmanian Devil. Da ist uns nichts bekannt. Ja, aber die Traktoren, die auf dem Bild sind, die sind auf jeden Fall, soweit ich das mitbekommen habe, alle am Start. Vorausgesetzt, sie werden heile. Und ja, das soll auch eine tolle Klasse werden für den Sonntag. Super, schönes Programm. Kann man mal sehen, was im Traktor-Pulling dann auch so kommen, so geht. In Richtung Modifieds. Mhm. Dann haben wir noch ja, die Demos wieder. Wer nochmal? Ich denke mal, der eine oder andere Limited Superstock wird vielleicht auch nochmal testen wollen. Und dann haben wir noch zum Abschluss 4,5 Tonnen Sport. Ja, mit Oliver, mit dem Red Baron, Black Beast, Hulk, der momentan gut drauf ist. Ja, die Klasse, die langsam wieder ein bisschen wächst. Genau. Haben Anhalt neue Schlepper dabei. Denk mal, da wird auch der ein oder andere vielleicht noch mit am Start sein. Ja, also wird langsam auch wieder interessanter. Auf jeden Fall. Ja, das zu Volkmast. Ich hoffe, ihr seid da. Vielleicht sieht man sich. Und dann lass uns doch mal an dein Ziel, was du an diesem Wochenende hast, hoffentlich hast, sage ich mal, kommen. Da geht es nämlich ganz in den Süden, weit in den Süden. Bella Italia. Aber Bella Italia ist leider momentan unter Wasser und sie wissen noch nicht, ob sie fahren können. Ja. Das erfahre ich dann auch erst am Mittwoch. Viel, viel Regen. Also auch die Formel 1 in Imola ist zwar 300 Kilometer weg von dem, wo du hin willst, aber auch da ist das Rennen in Gefahr. Ja, also ich habe auf die Wetterkarte geguckt, ganz Italien liegt unter einer Regenwolke. Ja. Komplett und das scheint auch nicht wirklich besser zu werden die nächsten Tage. Ja, wie gesagt, wir werden das morgen erfahren. Falls es dazu kommt, wird es eine unheimlich interessante Geschichte, weil viele Traktoren wiedergekommen sind über den Winter, beziehungsweise auch einiges neu und einige haben richtig investiert. Also speziell bei den Pro-Stocks ist richtig was passiert über den Winter. Die Pro-Stock-Klasse war da sowieso schon ziemlich gut. Da ist nochmal nachgelegt worden, weiß ich. Es sind ja letztes Jahr schon einige neue Schlepper gefahren. Dann ist in der Light Modified einiges los. Der Mirko Perugia hat ja den alten L'Aspirateur gekauft, hat den auch von vorne nach hinten komplett auseinander, neu und leicht und besser und fährt jetzt 2,5 Tonnen damit, also Light Modified. Trifft dort auf den Il Coyote, also ein Alki-Burner, ähnlich wie Rocket Science oder so, geht auch relativ gut. Der Stern vom Darkstar auch dabei, oder Joker. Ja, Darkstar Team Tracker heißt Joker, ist ein bisschen verwirrend. Ja, so das Spirit, wie gesagt, mit den Chevys wieder dabei. Aber der Heavy Modified, nicht? Fährt Heavy Modified, ja. Ja, gut, teilt sich ein bisschen auf. Mhm. Ja, dann ist Ghost ist ja da runtergegangen. Das heißt, die fangen an mit Mini-Polar. Genau, der Mini, der Ghost. Was da jetzt kommt, weiß ich nicht. Wir haben schon ein paar Testpulls gemacht, wie das funktioniert mit dem Bremswagen. Das lief sehr gut. Mhm. Bremswagen hat mit den Dingern kein Problem. Das ist schon mal gut. Bei den 600 Kilo Freiklasse soll sich auch einiges getan haben. Mhm. Ja, und dann haben sie natürlich Trucks. Ja?
Ja, und die haben es ja auch in sich da. Ja, die fahren ja alle den dicken Iveco da unten, den gleichen, der im Rocket Science, nee, nicht Rocket Science, Reno Rocket. Reno Rocket drin sitzt, ja, und dann aber nicht mit einem Turbo und Drehzahlbegrenzung, sondern mit vier Turbos und offen. Also so richtig, so ein bisschen Superstock-Style schon. Superstock-Trucks, wenn man so möchte, ja. Ist geil. Und da haben sie so, ich sag mal, je nachdem wer da kommt, so vier, fünf richtig, richtig gute Dinger, ja. Die sich da richtig eingeben können. Das klingt richtig interessant. Also sie haben noch mehr, also wie gesagt, es sind vier, fünf, die da ganz vorne fahren. Ja, das Ganze am Wochenende soll stattfinden in Villanova Solaro. Ja. Das ist in der Nähe von Turin, unter Turin. Ja, ein bisschen runter von Turin. Also das ist auch eine ganze Ecke südlich für den italienischen Pulling Circle, sag ich mal. Es ist lustigerweise gut zu fahren. Wenn du aus den Alpen mal raus bist, ist das echt Top-Autobahn darunter. Also ich bin letztes Jahr, habe ich bei einem Kumpel geschlafen, bin morgens irgendwann los und war dann auch zum Mittagessen quasi da. Also waren jetzt nicht wild. Okay. Ja, der wohnt in Winterthur in der Schweiz. Also wer von den Schweizern guckt aufs Wetter, aber da seid ihr relativ fix da und das lohnt sich. Und die sind ja auch nicht so gestresst. Und wie gesagt, Italien hat ja die Besonderheit, sie fahren nachmittags ihre Vorqualifikation und packen dann die Besten aus den Qualifikationen in ein kurzes, knappes Abendprogramm. Also ist nicht wie bei uns, dass sie erst Vorlauf, dann Pull-Off hintereinander fahren, sondern erst Vorläufe, nachmittags, Pause, abends die Pull-Offs. Genau. Und dann, Ja. Genau, da hast du so eine kompakte abends 2-3-Stunden-Show und dann richtig. Ist das eine tolle Sache. Ja. Wie gesagt, wir streamen. Stream soll umsonst sein, wenn er jetzt stattfindet, wettermäßig. Auf also www.ptv.plus. Kann jeder mal am Sonntagabend mal reingucken. Genau, also Stream wird auch online bleiben. Ist nicht so, dass er nur Sonntag live gezeigt wird, sondern er bleibt auch online für, sag mal, jemand, also für die, die in Volkmar sind, auch trotzdem da mal reingucken wollen. Ihr könnt da reingucken oder du willst, glaube ich, auch wieder so ein Highlight-Video zusammenbasteln. Ich werde ein Highlight-Video machen. Ne, ja, das wird dann auch wieder bei unserem Kanal sein. Ja, je nachdem, was wir da zusammenkriegen. Ja. Wenn das Wetter Mist ist, dann bin ich natürlich in Volkmar. Nicht mit dem Stream, aber dann bist du. Dann sitze ich mal im Stuhl und bisschen genau. Kümmere mich um meinen Trecker. Ja, genau. Ja, wir haben aber noch mehr Events dieses Wochenende. Dänemark fährt auch zwei Veranstaltungen. Einmal Visby am Vatertag, Himmelfahrtstag. Visby sehr nah an der deutschen Grenze. Kleines Gelände, schnucklige Veranstaltung, würde ich mal so sagen. War ich einmal im Corona-Jahr 21, weil es gab ja sonst nichts anderes. Da haben wir sich gesagt, komm, dann fahren wir mal nach Visby. Und ja, Supersports, die dänischen Standards am Start. Standardkabine. Ja, Standardkabine und dick Ladedruck. Limited Superstock, Pro Stock, Superstocks, Light Modified am Start. Kompaktes Programm, aber sehr schön anzugucken. Tolle Veranstaltung. Also wer Himmelfahrt, nichts vor Ort und in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein wohnt, die Veranstaltung ist ein Besuch wert. Einmal um die Ecke, das ist wirklich nicht weit. Ansonsten, Allingabro Motorfestival. Oh ja, das ist eine krasse Nummer. Da ist richtig was los. Da ist ja nicht nur Traktorpulling, da sind ja auch Drag Racing und was weiß ich, Driftcars und Motocross und also eine ganze Stadt hat sich zur Aufgabe gemacht, an dem Wochenende ein Motorsportfestival zu machen. Das heißt, alles, was sie da an Platz haben am Ort, wird für irgendeinen Krawall benutzt, sag ich mal. Das ist in Deutschland unvorstellbar, dass sowas passieren würde. Die freut's, das ganze Dorf zieht mit oder ganze Stadt, das ist eine Kleinstadt. Und ein super Event. Also auch das Traktorpulling da ist vom Allerfeinsten. Also ich wäre jetzt, wenn ich sonst nichts hätte, würde ich da jetzt hinfahren zum Gucken. Volle dänische Meisterschaft, alle Klassen da. Ja, zwei Bahnen, Topbahnen, Tribünen da, alles da. Klasse. Also da, ich war noch nicht da. Wäre auch gerne mal hingefahren, aber ja, gut, es ist halt noch so viel anderes und Volkmars, wenn wir da mit Trecker sind, beziehungsweise Volkmars ist ja fast ein Heimspiel für uns, auch nur 1,5 Stunden Autofahren, da fahre ich ja lieber nach Volkmars, das ist halt schon fest, eine Veranstaltung, die fest in meinem Kalender steht. Ja, aber sonst tolles Event, was man so gehört hat über die Jahre, die Bahnen sind gut. Also ich würde sagen, ist in Dänemark, ist ja nicht so groß wie Brande, das Gelände, aber vom Ablauf her und so weiter, Brande ist ja immer so ein bisschen, kann so ein bisschen einschläfern sein. Mhm. Das ist da überhaupt nicht der Fall. Nee, also die hatten irgendwie letztes Jahr oder so, vor Corona oder so, hatten sie auch mal einen Eurocup da. Mhm. Also auch da ist Eurocup approved, sage ich mal. Ja, könnten die, gar keine Frage. Die können Veranstaltung, da ist was los. Ja, ansonsten noch weiter nördlich haben wir noch den Lidköping City Pool in Schweden. Auch tolles Gelände, auch ehemaliger Eurocup. Ehemaliger Eurocup, ja, ich glaube letztes Jahr sogar noch Eurocup gefahren. Ja. Dieses Jahr nicht mehr. Aber schwedische Meisterschaft am Start mit, ich sag mal, Bauernklassen. Farmpulling haben sie da, Gartenpulling haben sie da. Limited Superstocks wächst in der Schweden auch ziemlich an. Ja, Freie Klasse kommt auch zugange. Freie Klasse kommt auch.
Wildstar Wildstar ist da ist mit dem rübergegangen. Sternmotoren, sie haben den Ghost Rider mit dem Stern. Dann haben sie, glaube ich, noch den Also XL-Ton da oben noch XL ist noch rum. da, der einer mit den mit Griffon. Ja, stimmt, Ich komme stimmt. gerade nicht auf den Ja, Namen, aber da gibt es auch noch mit einem Griffon. sie haben Traktoren da Es oben. ist da was los. Also Ja, aber gut, das von hier aus nach Schweden ja, ist ein ist bisschen jetzt für weit. die Veranstaltung ein bisschen utopisch. Aber wir wollen es zumindest mal erwähnt haben. Da ist Genau. auch passiert auch was. Schwedische Meisterschaft geht auch los. Ja. Ja, und ansonsten, auch über dem Teich geht es langsam los. Ein Ja. paar vereinzelte Events von den kleineren Verbänden sind schon am Gang. Aber auch die Top Guns fangen jetzt langsam an mit einem Einladungsevent in Nashville, Illinois. Ja. Wirklich, Illinois, nicht Tennessee. Und zwar The Pull-Offs Championship. Und die Veranstaltung heißt The Track at Holzhauers. Ja. Holzhauers Hauptsponsor ist eine Auto-Motorsportgruppe. Und ja, das ist ein Einladungsevent, also kein Punktelauf für irgendeine Meisterschaft, sondern rein auf Invitation. Invitation, ja, das Und ist das ist so, die Teams bewerben sich dort zu fahren. Dann sortiert der Veranstalter erst einmal aus. Und dann hat er so eine Liste von, ich glaube, 20 Traktoren pro Klasse. Und dann wird online eine Abstimmung gemacht, so. Und jetzt dürfen die Fans bestimmen, welche Trecker fahren sollen. Und dann bestimmen sie die besten 10 bis 12 Traktoren pro Klasse und die fahren dann 2 Tage lang beide Klassen. Also Genau. die fahren nicht wie in Deutschland, dass ein Tag das Programm fahren, anderer Tag das Programm, sondern die fahren beiden Tagen alle Klassen. Und ja, dann werden die Starter werden dann fahren und dann ist das gut. Genau. Günstigen Livestream gibt es auch. Hust, hust. Also Livestream wird vor Ort sein. Gibt es $25 pro Session, bzw. $40 für beide Sessions. Ja, Session heißt dann immer 3 Stunden, ne? Ja, Oder 3,5 maximal. ich glaube, da kann es tatsächlich ein bisschen länger gehen, Ja. weil sie doch relativ großes Programm haben auf 2 Bahnen, zwar, aber es ist doch ein relativ großes Programm. Aber ja, ich sag mal, das geht auf keinen Fall über 5 Stunden hinaus. Nein, so lange steht kein Amerikaner auf einer Veranstaltung und sitzt, stehen nicht und sitzen auch nicht. Und ja, von daher ja, könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr es gucken. Also am Programm, wir haben verschiedene Pro-Stock-Klassen da, limitierte und die offenen Pro-Stocks. Ja. Super Farms, also sag mal, wie Pro-Stocks mit Drehzahllimit, da hinten mehr oder weniger. Pro-Stocks mit Turbolimit, 3 Mit Zoll. Turbolimit oder so. Ja, da blickt keiner mehr durch. Da Sie gibt es so viele verschiedene Klassen. Ja, wir haben diese Superstocks, Light Superstocks, aber nicht zu verwechseln mit unseren Limiteds, sondern die Nee. dürfen auch 3 Turbos fahren, wiegen aber irgendwie nur Ja, ist eine 2,7, ganz 2,8 heiße Klasse eigentlich. Die sind dadurch, dass sie so leicht sind, ist das schon eher mit dem zu vergleichen, was wir bei uns in der Limited in der Light Modified spielen. Tonnen. So vom Prinzip her. Ja. Ja, diese Superstocks relativ klar. Ähnliche Regeln wie in Deutschland. Halt Regel Diesel als Treibstoff. Genau. Ihr macht sehr viel Spaß anzugucken. Kennt wahrscheinlich auch viele so den Triple Bypass. Hab wahrscheinlich schon der ein oder andere Mal was von gehört. Ja, 4-Wheel-Drive ist quasi, es gibt Klassen, die fahren 4x4, also mit 2 Antriebsachsen. Die gibt es einmal mit V8ern, Sauger-V8ern. Quasi 100.000 Euro Reifenstärke, du hast 1000 PS. So ungefähr, ja, und dann das Ganze nochmal mit Diesel, das ist ganz witzig, wenn sie so mit den V8-Dieseln und den Cummins-6-Zylindern da rummachen. Sieht aus Genau. wie, ja, Superstock im Auto. Genau. Ansonsten Mini-Modifieds am Start. Die sind aber ziemlich gleich wie wir. Eher ein Ja, bisschen dürfte aber eine spannende Klasse werden, denke stiftisch. ich. Ja, auf jeden Fall. Modifieds, da es unter der PPL läuft, ist das so Limit 4 Hemis mit 871er Ladern. Genau. Also auch eher, also ist schon gut was los, aber Ja, also ist das geht, keine Unlimiteds. das ist keine Unlimited, aber das ist auch schon heftig. Und passiert auch Also. schon ordentlich was. Ja, und Super Semis sind die Trucks quasi wie die Italiener ähnlich. Trucks fahren offene. Offene, aber dann Doppelachse und dann halt die Ja. lang, mit der langen Schnauze. Genau. Ja, wie gesagt, wenn ihr das schauen wollt, Livestream gibt's. Freitag und Samstag ist die Veranstaltung. Genau, dann, aber wenn ihr jetzt nicht mitgekommen seid bei unserem Klassenüberblick, wir werden nochmal eine USA-Special-Folge machen. Das planen wir für den Winter, weil das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, weil wir jetzt einfach genug hier zu tun haben und genug Klassen und Veranstaltungen hier zu besprechen haben. USA wird aber bei uns auch nochmal ein Thema sein. Wir werden für die Hardcore-Fans, sage ich mal, auch ein bisschen auch von den Top-Veranstaltungen da berichten. Aber für einzelne Reglementsfragen und sowas haben wir schon, sagen wir mal, einen Gast, der so gut Deutsch spricht, an der Hand. Den werden wir dann auch einladen und das wird im Winter dann so ein kleines USA-Special geben. Da werden wir dann mal erzählen, was da so los ist, USA, verschiedene Verbände, die verschiedene Klassen fahren, teilweise gleiche Klassen und so weiter. Da werden wir mal so ein bisschen durch das, ja, Labyrinth der USA durchfummeln. Genau. So, So, und dann sind wir auch schon ich lese beim nächsten Punkt Abschluss. Abschluss. Genau, wir sind durch für Abschluss. heute. Ja, dann würde ich sagen, sieht man sich an diesem langen Wochenende wahrscheinlich Auf irgendwo. irgendeiner Veranstaltung werden wir uns bestimmt sehen. Ja, wie gesagt, wir sind auch verteilt. Ja. Zur Not trifft man sich in Volkmars, wenn So es in muss Italien man sich regnet.
Genau, da trifft man sich in Volkmaß. Denkt dran, das Video liken, teilt das, kommentiert das und vergisst nicht, Oma Bescheid zu sagen, die soll dann auch gucken. Ja. Genau, und ich habe noch eine Frage für die Kommentare. Ja. Wieso gucken so viele Leute den Fürchterhofer Samstag, 25.000, und den Sonntag, wo es Hauptprogramm war, interessiert auf YouTube keine Sau? Die Frage könnt ihr mir mal beantworten. Da bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Genau, alles klar. Okay, wir sehen uns dann irgendwie am Wochenende und allerspätestens nächste Woche wieder hier. Alles klar, wir sehen uns. Tschüss.